9. September 0:20 Greenwich-Zeit. In New York ist es 18:20, 16:20 im westlichen Kanada. Das Frühwarnsystem der Vereinigten Staaten registriert von Alaska bis Kalifornien, von Neufundland bis Florida drei unbekannte Flugobjekte, die sich aus großer Höhe dem nordamerikanischen Kontinent nähern. 0:23. Das Rechenzentrum der SAC in Omaha kommt zu dem Schluss, dass keine Aggression vorliegt. Der Alarm wird abgeblasen. Denn die geordneten Objekte verharren in einer Höhe von etwa 70.000 Metern, bleiben etwa 6 Minuten regungslos stehen. Dann kommen sie langsam herunter. Südwestlich der Hudson Bay, nordwestlich der großen Seen, also über kanadischem Gebiet. Tja, und dann, meine Damen und Herren, passiert etwas Seltsames. Das Radar-Echo der drei dicht zusammenstehenden Objekte, bisher gestochen scharfe Leuchtpunkte auf den Schirmen, beginnt zu verfließen, löst sich auf, ist verschwunden. Gegen 0.30 Uhr ist nichts mehr zu erkennen. Was bleibt, sind Radarfotos. Fotoplots von dieser Erscheinung. Und einige vage Theorien. Es könnte sich um Satellitenmüll handeln, um sogenannte ausgebrannte Trägerraketen, Boosters, die beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglühen. Das SDC, das Space Defense Center in Colorado Springs, das von sich behauptet, es hätte alle Objekte, die sich auf Umlaufbahnen befinden, katalogisiert, gab dazu allerdings keinerlei Kommentar. So wurde dieses Phänomen unter der Nummer 1674 von der US Air Force als unbekanntes Flugobjekt zu den Akten gelegt. So weit, so schön. Solche Geschichten machen natürlich die Runde und heizen die Fantasie an. Bald spukt es nicht nur am Himmel, sondern auch in den Köpfen mancher Zeitgenossen. In Argentinien sollen die fliegenden Untertassen, um diesen Spuk wieder einmal beim Namen zu nennen, in letzter Zeit derart häufig aufgetreten sein, dass man täglich mit einer Invasion der Extraterristen, der Besucher aus dem All rechnet. Die Zeitungen sind voll mit sensationellen Berichten. Die kosmischen Zwerge oder die unverwundbaren Supermänner vom anderen Stern. Über die Größe dieser Wesen sind sich die verlässlichen Augenzeugen noch nicht recht einig, verwirren nicht nur Militärs und Radarexperten, sondern auch Hausfrauen, Verkehrspiloten und Farmer. Und dann entschweben sie wieder. Mit ihren Raumschiffen leider stets, bevor es uns einem gelingt, sie vor Kamera und Mikrofon zu bringen. Vielleicht erinnern Sie sich, meine Damen und Herren, so begann die Reportage unseres Mitarbeiters Will Roschinski, Spuk am heiteren Himmel über das Bedürfnis der Menschen oder besser Sucht und Gier nach Unwahrscheinlichem, nach Mystischen in unserer aufgeklärten Welt. Es war der letzte Beitrag Roschinskis für unser Magazin. Das aktuelle Forum brachte ihn vor etwa 3,5 Monaten. Will Roschinski ist tot. Er starb am 11. November, knapp 42 Jahre alt, auf dem San Diego Freeway, einer Autobahn südlich von Los Angeles. Fotograf, freier Reporter für Funk, später fürs Fernsehen und zuletzt seit 2 Jahren Mitarbeiter des aktuellen Forum. Das waren die Stationen seiner Arbeit. Seine Themen, Kunst, Mode, Folklore. Er stand nie in den Brennpunkten des Weltgeschehens. Seine Berichte brachten keine Sensationen. Er war im gewissen Sinne Feuilletonist und so verstand er auch jene Reportage, deren Anfang Sie eben sahen, als Feuilleton. Sehen Sie nur noch einmal diesen Beitrag bis zum Ende. Figuren einer Comicstrip-Serie, abstruse Ausgeburten einer Fantasie, die nun ausgezogen sind, dem braven Bürger das Gruseln zu lehren. Die Hilfstruppen haben sich in Mainz versammelt beim Internationalen Weltkongress der UFO-Forscher. UFOs, das sind die unbekannten Flugobjekte. 800 Teilnehmer aus 23 Ländern tauschen nun ihre Erfahrungen mit den Weltraumbesuchern aus. Wissenschaftler, Journalisten, Okkultisten und ihnen allen gemeinsam ist der feste Glaube an das Unwahrscheinliche. Die deutsche UFO-IVO-Studiengesellschaft dient der Allgemeinheit durch Beobachten, Fotografieren, Berichterstatten, Erforschung und Auswertung von realer Landungen und telepathischer, technisch erwiesener, radio- oder radarmäßig sowie menschlich direkter Annäherungen und Freundschaftsbekundungen von Bewohnern anderer Planeten. Sie steht auf dem Boden christlich-geistiger Gotteserkenntnis, des Glaubens an die Wiederkunft Christi und dient dem Weltfrieden und der Völkerverständigung. Was die UFOs sind, wissen wir genau genommen noch nicht ganz sicher. Am wahrscheinlichsten ist die Hypothese, es könnten Raumschiffe von anderen Welten sein. Diese Hypothese konnte bis jetzt noch nicht widerlegt werden. Jetzt erwarten die Militärbehörden in der ganzen Welt die wichtigste und 7. Phase, nämlich die offene Landung außerirdischer Raumschiffe vor vielen Menschen. Erst wenn diese großen Kontaktnahmen stattgefunden haben, hat unser Planet Aussicht, in die Föderation der Planeten unseres Sonnensystems aufgenommen zu werden.
und mit Hilfe älterer Menschheiten von unseren Nachbarplaneten in ein neues Zeitalter des Friedens und Glücks hineinzuwachsen. Liebe Freunde, warum sind die UFOs noch so ein großes Problem für viele Menschen, insbesondere auch für militärische Stellen? Sie zeigen Fähigkeiten, die weit über das hinausgehen, was das gewöhnliche Flugzeug fertig bringt. Es sind Fähigkeiten, die wir kennzeichnen müssen mit dem geistlichen Wort Überwindung der Trägheit oder Selbstüberwindung. Als Herausgeber der UFO-Nachrichten, Herr Veit, sind Sie sicher informiert über die neuesten Sichtungen. Gibt es welche in Deutschland? Ja, wir haben im Laufe der Jahre über 300 UFO-Sichtungen genau registriert und auf einer Karte mit Nadeln eingezeichnet. Ich bin Leiter der UFO-Gruppe in Rottweil am Neckar, also in Südwürttemberg. Unser Kreis ist zwar sehr klein, aber wir kommen häufig zusammen, mindestens alle 4 Wochen. Ich habe zwar ein UFO gesehen und ich bin auch überzeugt, dass es UFO gibt, aber mir hat noch niemand bewiesen, dass das, was in der Ufologie uns gesagt wird, falsch sei. Aber im Süden Chiles gibt es dauernd, fast jeden Tag UFO-Sichtungen, die natürlich im Großen und Ganzen von der Regierung also geleugnet werden. Es ist soweit, dass die Kinder im Süden Chiles sagen, heute, da ist gar kein UFO gekommen heute, weil sie so dran gewöhnt sind, ja? Als ehemaliger Soldat und Offizier konnte ich das am besten herausfinden aus der Kriegsliteratur und aus meinen eigenen Erlebnissen, dass der Zweite Weltkrieg wie auch der Erste Weltkrieg von außerirdischen Raumfahrzeugen überwacht worden ist, wo also außerirdischer Einfluss wirksam wird und damit praktisch nicht etwa der Hitler den Krieg inszeniert und verloren hat, sondern eben nur ein Werkzeug war, außerirdische Kräfte, und so die ganze Weltgeschichte gesteuert wird. Vor einigen Jahren ist in Green Bank eine Konferenz zusammengetreten. Das waren Biologen, Astronomen, Physiker, und sie sind zum Ergebnis gekommen, dass es außer der Erde wahrscheinlich noch mindestens 10.000, wahrscheinlich aber über 100 Millionen bewohnte Planeten gibt, die eine Menschheit wie die unsere hervorgebracht haben. Warum ich hier war, ist ja alles so unheimlich. Unheimlich, in der Tat. Diese Mischung aus Wissenschaft und sanftem Gruseln, eine Mischung, die sich übrigens glänzend verkauft, zumindest in der Presse. Sudbury Star, Kanada. Dieser Bericht geht hier von Hand zu Hand. Sensationelle Fotos aufgenommen von einem Landwirt, der zufällig eine Kamera bei sich trug. Am 9. September, kurz vor 17 Uhr, wurden bei Sudbury im nördlichen Teil der Provinz Ontario 3 fliegende Untertassen gesichtet. Sie brachen mit hellem, orangefarbenen Schein durch die tiefhängende Wolkendecke und verschwanden rasch und geräuschlos am nordwestlichen Horizont. 9. September, meine Damen und Herren, ich könnte bei diesem Kongress viel Beifall ernten für eine Information. Denn 30 Minuten vor diesen Amateurfotos entstand dieses Radarbild von unbekannten Flugobjekten, registriert von der US Air Force unter der Nummer 1674. 2 Tage nach diesen Aufnahmen reist Wilruschinski in unserem Auftrag nach Washington. Er will seinen Bericht, der ihm zu einseitig erscheint, vervollständigen. Die Redaktion sichtet das neue Material und entschließt sich, es nicht zu verwenden. Wilruschinskis Beitrag lief also in jener Kurzfassung, die Sie eben gesehen haben. Roschinski erfährt davon, es kommt zu Auseinandersetzungen. Im Zusammenhang mit unserer heutigen Sendung besteht kein Grund mehr, Ihnen diese Aufnahmen vorzuenthalten. Vielleicht begreifen Sie unsere damalige Entscheidung, wenn wir Ihnen dieses Material aus den USA vorführen. Am 12. September wurden über Arizona 3 unbekannte Flugobjekte geortet. 2 Jagdflugzeuge vom Typ Phantom stürzten bei dem Versuch einer Verfolgung ab. Die Piloten fanden dabei den Tod. Wer Antwort auf gewisse Fragen sucht, unbequeme Fragen zugegeben, der findet hier im Pentagon, dem Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten, meistens nur verschlossene Türen. Schriftliche Anfragen kommen ohne Kommentar zurück. Wer weiß, schweigt. Hinter dieser brahmanischen Philosophie verschanzt sich das Pentagon in Sachen UFO. Wie viel Berechtigung zum Schweigen besteht, wie viel man tatsächlich weiß in diesem Haus und welche Erklärungen man bereithält für das UFO-Phänomen, das hoffe ich von einem Oberst zu erfahren, einem alten Bekannten, der hier bei der Luftwaffe eine nicht unwichtige Position bekleidet. Hallo, Colonel. Glad to see you. Nice to see you. Good God.
Herr Oberst, was ist Ihre Meinung? Gibt es UFOs? What's your opinion, Colonel? Are there any UFOs? Well, if you've read the University of Colorado report, which... Warum halten Sie sich nicht an den Colorado Report, den Bericht der Universität von Colorado? Die sammeln seit 15 Jahren Material und kommen nun plötzlich zu dem Schluss, es gibt keine UFOs. Alles Einbildung. Spiegelungen, Kugelblitze, runde Wolken, Wetterballons und so weiter. Machen Sie sich's leicht. Glauben Sie diesen Leuten und Sie sparen sich eine Menge Ärger. Sie rennen damit offene Türen bei mir ein, Oberst. Ich glaube nicht an die UFOs. Das ist sehr gescheit. Es gibt keine UFOs, keine unbekannten Flugobjekte. Es gibt überhaupt nichts Unbekanntes und Unerklärliches. Unsere Piloten und unsere Radarspezialisten, die diese Dinger laufend orten, verfolgen und registrieren, sind offensichtlich alle nur Idioten und Psychopathen und blind, wenn es nach der Universität von Colorado geht. Es gibt schon deshalb keine UFOs, damit unser Weltbild bleibt, wie es ist und sich keiner beunruhigen muss. Sie sind also beunruhigt, Oberst. Das Pentagon weiß also mehr. Was weiß das Pentagon wirklich über die UFOs? Nichts, im Vergleich zu den Tatsachen, die wir wissen müssten. Wir wissen, dass Objekte existieren und dass diese meist in Formation fliegen, in jeder Höhe stehen bleiben können und innerhalb von Sekunden Geschwindigkeiten bis zu 45.000 Stundenkilometern erreichen. Wir wissen, dass sie etwa 100 Fuß, das sind 33 Meter, Durchmesser haben und dass sie ihre Farbe mit steigender Geschwindigkeit verändern, von Rot über Orange bis Weiß. Wir wissen also eine ganze Menge. Hauptsächlich, dass sie uns in jeder Hinsicht überlegen sind. Aber ansonsten haben wir keine Ahnung. Und was ist nun Ihre persönliche Meinung, Oberst? Was wollen diese UFOs und wo kommen sie her? Besorgen Sie sich den Kehoe-Bericht. Der steht in jeder größeren Bibliothek. Als vor etlichen Jahren das Gerücht umging, die Dinger kämen von den Russen, da hielt der ATIC, das ist unser technischer Geheimdienst, es für das Beste, die Karten offen auf den Tisch zu legen. Also die Protokolle der Piloten und Radarstationen, die Fotos, die Filme und dazu die Untersuchungsergebnisse des ATIC. Und Major Keogh hat das Ganze verarbeitet und publiziert und in der offiziellen Stellungnahme des Pentagon heißt es wörtlich, then the only remaining explanation is the interplanetary answer. Als einzige Erklärung bleibt die interplanetarische Herkunft dieser Objekte. Eine klare und sachliche Feststellung, meine Damen und Herren. Leider ist dieses Schreiben bereits 15 Jahre alt. Inzwischen sind wir auf dem Mond gelandet und unsere interplanetarischen unbemannten Sonden haben Mars und Venus untersucht, mit dem Ergebnis, dass höher entwickeltes Leben dort scheinbar nicht möglich ist. Andererseits, die technisch größte Militärmacht dieser Erde ist offensichtlich nicht in der Lage, das UFO-Phänomen befriedigend aufzuklären. Eine Schlappe für das amerikanische Selbstbewusstsein und so senkt sich der Vorhang der Geheimhaltung wieder über die unbekannten Flugobjekte. Das gab den Spekulationen neuen Auftrieb, die Fantasie wurde angeheizt. Die religiösen Visionen der Vergangenheit hatten im Zeitalter der Raumfahrt ihre entsprechenden Versionen gefunden. Eine unglaubliche Geschichte, meine Damen und Herren, sie ist hier in verschiedenen Zeitungen nachzulesen. Das Ehepaar Mailer, sie wohnen hier in diesem Haus im farbigen Viertel von Washington, ist mit dem Wagen unterwegs nach Cleveland, der Mann will eine neue Stellung antreten. Was nun wirklich geschah, daran wollen sich die Mailers beim besten Willen nicht mehr erinnern können. Kurz vor Cleveland wird der Wagen gefunden, mit offenen Türen, der Zündschlüssel steckt, der Motor läuft, der Wagen ist leer, von den Mailers fehlt jede Spur. 3 Stunden später greift man sie auf, aber nicht in der Nähe von Cleveland, sondern bei El Paso, in einem weiten, öden Gelände, jenseits der mexikanischen Grenze, zu Fuß 3000 Kilometer Luftlinie von ihrem Wagen entfernt. Die Mailers sollen unter Hypnose unabhängig voneinander behauptet haben. Astronauten hätten ihren Wagen gestoppt, sie wurden zu einem Raumschiff verschleppt, dort habe man sie untersucht und vermessen, man habe ihnen Blut abgezapft und sie dann irgendwo wieder laufen gelassen. Dieses Abenteuer trug sich am 11. September zu. Die neue Stellung hat Mr. Mailer erst gar nicht angetreten, er lebt vorläufig recht anständig von dieser Geschichte. Sorry, excuse me, are you Mr. Mailer? I want to meet Mr. Mailer. We are from German television. Please, we have just a few questions about this mysterious disappearing about in Cleveland. But this is pictures here in the newspaper. Okay, okay, we go. We have just a few questions here. Just a moment, please. Get out. I have just a few. Pass off the camera.
Okay, please. Please let me go. We'll have your chest of questions. No, no. No, okay, we go in the car. Let us alone. We go in the car. Okay, und Kamera zuerst, leider mit der Kamera nichts passiert. Pass auf, ich schaue. Okay, okay. We drive. Go ahead, drive. Mr. Bird ist Rechtsanwalt. Er ist beauftragt und ermächtigt, die Mailer-Story zu verbreiten. Das Gespräch mit ihm kostet $200. Okay, yes. Actually, it's a great big thing with the blue lights coming out. And it's so beautiful. And it had a spiral thing at the side. And die mysteriöse Geschichte kommt dem Rechtsanwalt Bird flüssig von den Lippen wie ein eingelerntes Gedicht. Er beschreibt die modischen Details der Raumanzüge, die Schweigsamkeit der Astronauten, ihre Kahlheit. Die Schilderung des Raumschiffes, insbesondere der Inneneinrichtung, erinnert stark an alte Filme nach Jules Verne. Plüsch mit Dampfmaschinenromantik. Ich habe mir die Adresse des Hypnotiseurs geben lassen, der dem Mählerschen Unterbewusstsein die Lösung des Rätsels und diese blumige Beschreibung entlockt haben will. Das kostet noch einmal $100 und damit verabschieden wir uns von Mr. Bird. We thank you, Mr. Bird. And goodbye. Samuel Goldstone ist Psychotherapeut. Er wünscht nicht, mit Mikrofon und Kamera interviewt zu werden, und er hat dafür Gründe, die ich respektiere. Wir hatten ein langes Gespräch, und ich darf Ihnen das Wichtigste daraus erklären. Goldstone hält den Mailers für absolut zuverlässig. In der Hypnose, so sagt er, mogelt keiner. Ob ein Patient allerdings geschilderte Situationen tatsächlich erlebt hat oder sich nur lebhaft vorgestellt hat, das ist oft schwer zu entscheiden. Da die Mailers aber imstande waren, beide exakt das Gleiche zu berichten, so hält Goldstone diesen Tatbestand im Grunde für erwiesen. Mr. Bird, der Rechtsanwalt, hat nun die Tonbänder. Aber was der so alles erzählt, so sagt Goldstone, das sei zum größten Teil Unsinn. Don't forget the communications. The communications, nicht vergessen. Bitte. Was Dr. Goldstone am wesentlichsten erscheint, ist die Art der Kommunikation, die Verständigung dieser Leute unter sich und mit Dritten, also mit uns. Eine Verständigung ohne die Brücke der Sprache. The most important thing is the comprehension of transmitted ideas. Die Übermittlung von Begriffen. From mind to mind. Von Kopf zu Kopf. Ohne Sprache. Eine Art Telepathie. Oh, no. Nicht präzise. Ungefähr. Dr. Goldstone sieht hinter diesen Astronauten eine Art wissenschaftliche Delegation. Abgesandte einer Hyperzivilisation. 100.000 years of evolution means nothing in the universe. 100.000 Jahre Vorsprung, weiter zu sein in der Entwicklung, auch technisch und kulturell. Das ist eine geringe Zeitspanne, gemessen am Alter des Universums, ja? Sie glauben also an Telepathie, Dr. Goldstone. Gedankenübertragung. Sie hypnotisieren. Ist es nicht möglich, dass Sie von einem Patienten genau das zu hören bekommen, was Sie selbst denken, also das, was Sie hören wollen? Sie sind Skeptik. Are you? Ich glaube nur, was ich sehe. Was wir sehen, ist wenig. Just nothing. We sind... We are still very limited in our capacities. Beschränkt. Yes. Very restricted yet. Wir sind noch sehr beschränkt auf diesem Planeten, auf dieser Erde. Wir sind noch ziemlich primitiv. Erste Frage. Halten Sie die Bewohner dieser Erde für hochzivilisierte Wesen? Hochzivilisiert? Nein, ich glaube nicht. Hass und Neid und Aggression. Vom Idealbild also, da sind wir doch noch weit entfernt. 50-50. Naja, so halb und halb. Oh ja, natürlich, ganz bestimmt. Wir haben es weit gebracht. Sehen Sie sich nur um, Kunst, Kultur und der Verkehr hier. Wir waren auf dem Mond im letzten Sommer. Wir haben Kühlschränke, Aircondition und überhaupt alles. Und unsere Art zu leben hier in den USA. Wir gehen nicht mehr barfuß. Das ist doch ein Fortschritt, oder? Oh man, come on, don't try and... Provozieren Sie uns lieber nicht.
Sie wollen jetzt natürlich von uns hören, dass wir nach Hause gehen und Liebe machen. Okay, warum nicht? Jeder soll doch tun, was er will. Das ist unser Fortschritt. Was ich davon halte, kann ich Ihnen sagen. Kommen Sie mit auf Streife heute Abend und sehen Sie sich die Leute an. Hochzivilisiert? Überzivilisiert. Zugegeben, in den letzten 400 Jahren haben wir eine Menge erreicht. Ich würde sagen, nochmal die gleiche Zeit. Also nicht in puncto Technik, das läuft alles bestens. Aber die moralischen Qualifikationen, da sind wir in der Steinzeit. Und damit überleben wir kaum die nächsten 100 Jahre. Frage Nummer 2. Gibt es irgendwo im Universum intelligente Wesen, die uns überlegen sind? Vielleicht ja. Es wäre dumm, das nicht zu glauben. Niemand hat das Recht anzunehmen, dass wir im gesamten Universum die Einzigen sind. Ist mir völlig egal. Nein, glaube ich nicht. Ja, das ist denkbar. Und von denen sollten wir unsere Politiker beziehen. What do you mean by intelligent and what is superior? Superior in what? Well, technically, yes. Was heißt intelligent und was heißt überlegen? Worin überlegen? Technisch, ja, natürlich. Aber technische Zivilisationen müssen nicht im eigentlichen Sinn des Wortes auch intelligent sein. Merkwürdiges Gespräch, aber das ist vielleicht sogar typisch für Washington Square. Aber ich denke mir manchmal, vielleicht werden unsere Astronauten eines Tages irgendwo da oben landen, denen ins Gesicht sehen und nichts begreifen. Oder umgekehrt. Die anderen sehen hier unten uns, den Menschen dieser Erde, ins Gesicht. Ja, meine Damen und Herren, soweit der zweite Teil des Beitrages von Will Roginski, den wir Ihnen damals nicht gesendet haben. Diese Aufnahmen erschienen uns zu mysteriös, mehr verwirrend als informativ und zum Teil auch sehr allgemein. Die Fernschreiben zwischen Roginski und unserer Redaktion gingen hin und her. Wir einigten uns schließlich darauf, das Thema bei Gelegenheit fortzuführen. Aber das Einzige, was wir in den folgenden Wochen von Roginski erhielten, waren knappe, mehr oder weniger unverständliche Telegramme. 3 ultimative Aufforderungen zurückzukehren ignorierte Roginski. Am 11. November verunglückte er tödlich. Aus den Trümmern des von ihm gemieteten Wagens wurden Tonbänder gerettet, Fotografien, Notizen und 11 exponierte Filmrollen. Das Ergebnis seiner Arbeit. Wir haben das Material nicht geschnitten, lediglich fremdsprachige Texte wurden deutsch kommentiert. Tonbänder und Fotografien versuchen wir sinnvoll einzublenden. Sudbury, nördlichste Großstadt in der Provinz Ontario im zentralen Kanada. 87.000 Einwohner, davon die Hälfte Franco-Kanadier. 6.500 Italiener, 4.000 Ukrainer, 3.500 Deutsche, 2.000 Polen. Sudbury lebt von seiner Industrie, von seinen Minen. Sehr reiche Bodenschätze, Kupfer, Eisen, Kobalt, Platin, Palladium, Iridium, vor allem aber größtes Nickelvorkommen der Welt. Es war nicht weiter schwer, eine ganze Reihe verlässlicher Augenzeugen für das Phänomen vom 9. September zu finden. Immerhin ein Ereignis, von dem die ganze Stadt heute noch spricht. Have you seen flying saucers? Yes, I have. You too? Yes, I have. How many? There were 3. And can you show me in what direction? Yes, they were coming from east to west, from low over the church, and across the sky, and then down into the west. Die ersten UFO-Augenzeugen, die ich vor die Kamera bekomme. Sie sind sich alle einig über Uhrzeit, Flughöhe und Richtung. Schließlich haben sie immer wieder und immer wieder in der Zeitung gelesen, was sie Ungeheures gesehen haben. Yes, right in and went right up over the top of this hill here like this. Over there. And then I saw them go right across the horizon and practically disappear over there. Die Adresse des geistesgegenwärtigen Meisterfotografen erfahre ich von der Zeitung, der Sudbury Star. Robert Tywell, 39 Jahre alt, hat seine Farm etwa 30 Meilen außerhalb der Stadt. Well, I've been a enthusiastic photographer for... Oh, ich fotografiere, seit ich denken kann. Das war schon das Hobby meines Vaters. Der hat mir das beigebracht, noch bevor ich in die Schule kam. Oder wenigstens gleich danach. Wir haben hier einen eigenen Club im Ort und da bin ich natürlich Mitglied. Wir veranstalten jedes Jahr eine Ausstellung und es sind immer wirklich gute Bilder darunter. Well, that day, it was, I think it was September the 9th.
I was sent out here in the yard, and I was photographing some high grass. Well, this particular high grass was pretty tall that day, and I cut it back since. But I was photographing. Und an diesem Tag, das war wohl der 9. September. Also ich bin hier vor dem Haus und fotografiere das hohe Gras, die einzelnen Halme gegen den grauen Himmel. Und da sehe ich diese Dinger da über den Horizont ankommen. Donnerwetter, denke ich, das sind doch solche UFOs, wo sie immer sagen, es wären Kugelblitzer oder Meteore oder Düsenjäger. Aber ich konnte das ja nun sehen. Flugmaschinen, richtige Flugmaschinen, flach und kreisrund. Und ich reiße die Kamera hoch und zack, zack und zack. So after I finished taking the pictures, I jumped in my car right away and I go down and see Louis. Und ich dann gleich rein in den Wagen und zu Louis Celan. Das ist der Präsident von unserem Club. Der hat so einen Drugstore mit Fotolabor. Ich habe zwar auch alles im Keller, bin aber nicht darauf vorbereitet auf so schnell. Dann gehe ich also zu Celan. Na, und wir begucken uns die Sache, so beim Vergrößern, und Louis macht solche Augen und sagt, Donnerwetterteil, da hast du was erwischt, das sind tatsächlich solche UFOs. Und Junge, meint er, das bringt Geld, du wirst sehen. Es brachte 50 kanadische Dollar. Kein Betrag also, für den es sich lohnen würde, mit einer zeitraubenden und mühseligen Fotomontage betrügen zu wollen. Allerdings viel Geld, wenn es darum ging, sich nur einen Scherz zu machen. Louis Salin, Besitzer von Drogerie und Labor, Präsident des Fotoclubs hier in Sudbury, Franco-Kanadier, ist allerdings, so scheint es, kein Mann von Humor, kein Freund von Späßen. Vision always lies. You come and you answer your questions and then you... Take us apart in your cynical way. Das Fernsehen lügt doch immer, sagt Salan. Sie kommen und fragen und du redest und hinterher machen sie dich fertig, so mit Ironie. Ich erkläre ihm, dass ich an Phänomene dieser Art nicht glaube und dass es nun an ihm liegt, mir Beweise zu liefern. Er zögert, dann sagt Salan, gut, kommen Sie mit, kommen Sie vor in den Laden. Und dort begeht er eine Indiskretion. Today she brought the old roll in and buy a new one. Das hier sind Bilder einer Kundin. Sie lebt hier in Sudbury. Gestern brachte sie den vollen Film, kaufte einen neuen. Heute früh habe ich ihn entwickelt und die Kopien hier gemacht. Ich lege die Aufnahmen jetzt in der Reihenfolge, wie sie gemacht wurden. Es ist nicht meine Art, die Arbeiten von Kunden herzuzeigen, ganz und gar nicht meine Art. Aber sie wollen Beweise. You wanted proof. Verena Kamba ist Lehrerin hier in Sudbury. Der Film stammt aus ihrem Fotoapparat, aber sie bestreitet, diese vier seltsamen Bilder gemacht zu haben. Sie hat das, was sie hier sieht, noch nie zu Gesicht bekommen. Diese Leute da. Ja, sicher, diese sechs Aufnahmen stammen von ihr. Das ist Mama und deren Schwester mit Mann, das andere sind Nachbarn. Ja, und der Hund. Natürlich ist das ihr Hund. Sie hat gestern erst bemerkt, da sind noch zwei Aufnahmen drauf auf dem Film. Sie wollte ihn weggeben, denn Mama wartet auf die Bilder vom Geburtstag. Sie hatte es fast vergessen, dass sie an Mutters Geburtstag Fotos gemacht hat. Also am 8. September, der 70. Geburtstag. Nein, ihre Mutter lebt nicht hier in Sudbury. Darum war es gut, dass es ein Wochenende war, sie konnte hinfahren. 140 Meilen, fast 3 Stunden. Mama wohnt in Ville Marie, auf der anderen Seite von Lake Temiscaming, drüben in Quebec. Miss Kamba ist dort geboren. Am Sonntagnachmittag fuhr Miss Kamba zurück. Das war also der 9. September, der Tag, an dem die UFOs gesichtet wurden. Ja, das ist möglich. Sie hat davon gelesen. Nein, sie hat unterwegs nicht fotografiert. Was denn auch? Da gibt es nichts zu fotografieren. Nein, sie ist nirgends stehen geblieben. Nein? Oder doch? Warten Sie mal. Ja, vielleicht doch. There is something in my mind. I can't get it. Es fällt ihr nicht ein, sie kann sich nicht erinnern. Aber da war etwas. Sie dachte noch, na sowas, das muss dir begegnen, ausgerechnet. Aber was war es nur?
Irgendetwas war verschwunden und sie blieb stehen mit dem Wagen und sie hat gewartet, dass es wieder auftaucht. Um es zu fotografieren? Wozu? Wozu etwas fotografieren? Es ist natürlich möglich, bitte. Aber was war es nur? Und die Männer? Welche Männer? Die Sie fotografiert haben, die Männer hier auf den Bildern. Ich habe keine Männer fotografiert. Diese Straße, meine Damen und Herren, die Landstraße Nummer 64, verbindet Sudbury mit New Liskeard. Auf dieser Straße fuhr Miss Cumber am späten Nachmittag des 9. September, natürlich in umgekehrter Richtung, sie fuhr nach Hause. Seit 2 Stunden durchqueren wir nun eine vollkommen gleichförmige Landschaft. Felsiges Buschland, seendurchsetzte Waldtundra, die sich nun über viele tausend Meilen rund um die Hudson Bay bis hinauf zum nördlichen Eismeer erstreckt. Und irgendwo hier in dieser Gegend müssen diese mysteriösen Fotos entstanden sein. Das ist bereits der 5. Platz hier, den wir in Erwägung ziehen. Die Aufnahmen sind zu klein, zu unscharf. Es lässt sich nichts Genaues darauf erkennen. Miss Cumber gibt zu, hier gefahren zu sein, aber alles andere... Die sogenannten Augenzeugen sind genauso unergiebig und führen uns ebenso wenig näher an die Lösung dieses Phänomens, wie ich es erwartet habe. Von wo kommen diese Männer? Wer sind sie? Notgelandete Piloten, Astronauten, von wem stammen diese Aufnahmen? Wo sind diese Männer jetzt? Ich fürchte, wir werden es nicht erfahren. Rund. 30 Meter Durchmesser. Das Gras ist verkohlt. Major Kehoe, bekannt durch seine Bücher über unbekannte Flugobjekte, ist Direktor des National Investigation Committee on Aerial Phenomena, NICAP, in Washington. Major, was ist in den letzten 15 Jahren seit Erscheinen Ihres ersten Buches passiert? In der Zwischenzeit erhielten wir einige tausend Berichte von Piloten, Wissenschaftlern und Luftraumüberwachern, die diese Objekte beschreiben. Es ist unmöglich, dass sich alle diese Leute geirrt haben. Major, Major, was halten Sie von diesen Bildern? Können diese Wesen, diese Leute hier, die Besatzung eines außerirdischen Raumschiffes sein? Über 90% aller Bilder, die man uns vorlegt, sind Unsinn, Fälschungen. Um über diese Fotos hier etwas zu sagen, brauche ich erst einmal genaue Unterlagen, Beweise, beglaubigte Aussagen. So ohne weiteres würde ich diese Bilder hier nicht als echt akzeptieren. Look,
Solche Geschichten glaube ich nicht mehr. Und auch der ATIC wird sich nicht sonderlich dafür interessieren. Sie können es ja versuchen, ob die Ihnen dort weiterhelfen. Ich glaube es nicht. Sehen Sie, Hauptmann Ed Ruppelt, der den Blaubuchausschuss über die UFOs geleitet hat, der ist jahrelang jeder Meldung über Landungen nachgegangen. Alles Enten, Märchen, Gerüchte, Visionen. Angefangen bei den ehrenwerten Herren Adamski und Ellingham, die damals, der eine in Kalifornien, der andere in Schottland, je einem Besucher von Mars und Venus die Hand geschüttelt haben wollen. Alles verrückte Geschichten und Tricks, nichts weiter. Keines dieser Objekte ist je gelandet, nirgends. So viel wir wissen. So viel Sie wissen, as far as you know. There's no doubt about it. In einem Punkt sind wir absolut sicher. Wenn die UFOs Flugmaschinen sind, dann sind sie unbemannt. Da gibt es keinen Zweifel. Kein Organismus überlebt diese rasanten Flugmanöver, die wir registrieren konnten. Eine ferne, hochtechnisierte Superzivilisation, der es gelingt, unseren Planeten mit Raumsonden zu erreichen, verfügt auch über geeignete Automaten, um diese fliegenden Spione auszurüsten. Es wäre doch denkbar, eines Tages, wenn Sie genügend Informationen über uns haben, dass Sie persönlich hier erscheinen, dass Sie Kontakt aufnehmen mit uns. Die werden sich hüten. Und Kontakt mit wem? Mit der UNO? Mit dem Vatikan? Mit den Bauern auf dem Feld, dort, wo sie landen? Mit dieser Lehrerin? Ich weiß da eine hübsche Geschichte. Der Bruder eines Armeekameraden ist Anthropologe. Der saß damals in Port Moresby auf Neuguinea und wartete auf Geld für eine Expedition. Ich hatte einen Job da unten. Lade ihn also ein, sage, komm, da ist ein Hubschrauber. Dann sehen wir uns die Burschen, diese Bergpapuas, doch erstmal von oben an. Versteckt in den Regenwäldern lagen Dörfer. Da war noch nie ein Weißer, noch nie ein Flugzeug. Wir rannten in die Hütten, kletterten in die Bäume und wir gingen nur so weit herunter, dass sie mit ihren Pfeilen nicht mehr trafen. Aber was wäre passiert, wenn wir gelandet wären? Eine Panne zum Beispiel. Plötzlich, so aus heiterem Himmel, landen wir mitten auf dem Dorfplatz. Entweder verehren sie uns dann wie Götter oder sie bringen uns um. Glauben Sie, wir sind im Vergleich zivilisierter als die und weniger barbarisch? Wir riskieren nicht aus Spaß zwei Phantomjäger samt Piloten. Wer auf einem Planeten herumspioniert, auf dem noch Mord und Totschlag herrschen, dem ist nicht zu helfen. Das kanadische Defense Research Board verhörte die Lehrerin Verena Kamba 3 Tage lang ohne Erfolg. Jetzt ist sie hierher nach Washington gekommen, um sich von dem Psychiater Dr. Goldstone behandeln oder, sagen wir besser, aushorchen zu lassen. Denn bevor das Militär in seiner Verzweiflung diese Leute tötet, sollten wir doch erst einmal hören, ob und was sie uns zu sagen haben. Hallo, Miss Kammer. Thank you. How are you? Fine. Fine. I hope you are. Sorry. Dr. Goldstone wünschte keine Filmaufnahme während der Behandlung. Ein Tonbandgerät lief allerdings mit. Die Fotos entstanden zu Beginn während der Begrüßung. My pencil, please. Look at my pencil. Follow it to the tip of your nose. Say, you are driving home from Ville Marie. Yes. The 9th of September. Yes. You started off. I'm driving home from Ville Marie, 9th of September. Heimfahrt von Ville Marie, 9th of September. Es ist nach 4 weggefahren, es ist kurz vor 5. Suddenly there's something hanging in the sky. Plötzlich hängt etwas am Himmel. Es glänzt und spiegelt die Sonne. Es blendet und dreht sich. Eine Scheibe. It hangs in the air. Es hängt über der Straße, es kommt immer tiefer und tiefer. Ich muss anhalten. Es schwebt über mir, es schwebt zeitlich über die Hügel, immer tiefer und tiefer und verschwindet. Ob es wiederkommt, der Fotoapparat. Ich muss eine Fotografie machen für die Schule. Ob es wiederkommt?
The pilots, the astronauts from Cape Die Piloten, Kennedy. Die Astronauten von Cap Kennedy. Vielleicht kommen sie vom Mond zurück. Die Astronauten. Ich kenne ihre Namen. Ich habe sie gelesen. Hallo, look. Hallo, schau doch her. Yes. Ja? Are you coming from Cape Kommt ihr von Cap Kennedy? Sie kommen auf mich zu, langsam. Ganz langsam. So läuft man im Traum. Ich habe Angst. Sie sehen so ernst aus, so fremd. Was ist los? Ich kann euch nicht hören. Warum soll ich aussteigen? Ich will nicht aussteigen. Was wollt ihr? Wohin gehen wir? Wo ist mein Fotoapparat? Ich habe die Türe offen gelassen. Mitten auf der Straße und der Motor läuft noch. Es riecht so verbrannt. Wie die Höhensonne zu Hause. Verbrannt. Verbrannte Luft und Gras. Nein, ich habe keine Angst. Aber es ist so dunkel. Ich kann nichts sehen. Das ist rot. Ein ganz tiefes Rot. Purpur. Nein, ich weiß nicht, was das ist. Ein Zeichen? Ich will jetzt gehen. Was wollen Sie noch? Ist das Silber? Silber? Was soll ich damit? Nein, das tut weh. Ich will nicht mehr. Ich will jetzt gehen. Wir mussten einen neuen Film einlegen und haben inzwischen Folgendes erfahren. Miss Camber erinnert sich an ein Metallband, an einen Silberreifen, wie sie sagt, um ihre Stirn. Sie hat Kopfschmerzen. Überall an ihrem Körper hängen kleine, gläserne Pyramiden. Irgendwann einmal hat sie ihre Kleider wieder angezogen und wundert sich jetzt, dass sie weder jetzt noch damals über diese Situation Scham empfunden hat. Sie glaubt nicht, das alles tatsächlich erlebt zu haben. Es erscheint ihr wie ein Traum, an den sie sich jetzt wieder schwach erinnert. Damals dachte sie, das kannst du niemandem erzählen, weder deiner Mutter noch in der Schule. Wer soll so etwas je glauben? Sie ist fortgerannt, voller Panik, aber niemand hat sie verfolgt. Niemand hat versucht, sie zu halten. Here it is. I found it in my pocket 2 or 3 weeks ago. I didn't know what it was. I was wondering... Miss Camber fand diesen Gegenstand vor einigen Wochen in ihrer Tasche. Sie hat sich schon gewundert, woher er kommt. Sie erinnert sich jetzt. Offenbares Glas. Federleicht. Your car is standing on the road. Ihr Wagen steht auf der Straße. Der Motor läuft noch. Sie steigt ein. Plötzlich stehen zwei dieser Männer vor ihr. Sie ist wie gelähmt. Einer öffnet ihre Hand, sieht diesen Gegenstand. Sie will ihn zurückgeben. Nein, sie soll ihn behalten. Er lächelt. Ja, tatsächlich, es ist ein Lächeln. Sie soll das behalten. Als Rätsel. Als Frage. Spielzeug, Souvenir, Werbegeschenk. Fred P. Marshall, Physiker am Institut für Metallurgie hier in Pasadena, Kalifornien, nimmt meine Neugierde nicht sehr ernst. Ein Anhänger für einen Autoschlüssel. Na und? Aber dann unterzog er das Material dieser kleinen Glaspyramide einer genauen Analyse. Einer Spektralanalyse. Die Röntgenspektrogramme weisen auf kristalline Strukturen hin, auf Parallelanordnung von Riesenmolekülen. Hier die Lichtbogenspektralanalyse. Einige Billionen Atome werden von der Oberfläche des Objekts mit einem Lichtbogen abgefunkt. Das von ihnen emittierte Licht wird über ein Spiegelgitter zu einem typischen Spektrum aufgefächert. Durch Vergleich mit bekannten Spektrallinien ergab sich als Bauformel der Kohlenwasserstoff Tetramethyl 1,3-Cyclohexadin in Verbindung mit Titanium, Molybden und Praseodym. Molybdenum and praseodymium present, as deduced from the emission wavelengths in TX units.
Kein Glas also, sondern eine komplexe metallorganische Verbindung, die sich zu einer sehr widerstandsfähigen Kristallstruktur aufbaut. Ein Riesenmolekül, in der internationalen Härteskala nur ein Punkt unter dem Diamanten. Ja, herzlichen Dank, Mr. Marshall. Thank you very much. Das war alles hochinteressant, aber leider bringt es uns keinen Schritt weiter. Für die mysteriöse Herkunft findet sich an der Oberfläche der Pyramide keinerlei Beweis und rätselhaft bleibt auch der eingeschlossene Kern. Zumindest solange wir die Pyramide nicht zerstören, zum Beispiel mit einem Laserstrahl aufschneiden. Und rätselhaft bleibt auch der Verwendungszweck. Die Andeutungen der Lehrerin Miss Kamba scheinen auf eine Art Untersuchung hinzuweisen. Wir haben uns deshalb an das Institut für Raumfahrtmedizin in San Antonio, Texas, gewandt. Ready. Was Sie jetzt hören, meine Damen und Herren, ist nicht das Ticken dieser Uhr, vielmehr werden die Spannungsfelder der Induktionsströme, die durch die Bewegungen der Unruhe und der Feder in der Uhr entstehen, hörbar gemacht. Natürlich war es mehr Zufall, dass man hier auf die Eigenschaften, die Funktion dieses Gegenstandes gestoßen ist. So merkwürdig die Ergebnisse dieser Untersuchung auch sind, meine Geschichte erzeugt hier leider nur ein Lächeln. Die Frage einer Assistentin lautete, ist das ein Souvenir aus Moskau? Man vermutet hinter diesem Objekt eine Art Relais, eine Kombination von Empfänger, Verstärker und Sender. Feinste Spannungsfelder, die sich jeder Messung entziehen würden, aber auch galvanische Felder von Nervenströmen, werden verstärkt und weitergesendet, dorthin, wo man sie auswerten kann. Der Sender wirkt auch über größere Entfernungen. Was hier mit einer improvisierten Versuchsanordnung bereits funktioniert, lässt sich mit der Originalempfangsanlage vermutlich ins Unermessliche steigern. Das Lächeln auf dem Gesicht eines Astronauten amüsiert in unsere Verwirrung, das Rätsel, die Frage. Hat er einen Spion ins Spiel gebracht, der unsere Gedanken erforscht? Eine verrückte Vermutung zugegeben, die allerdings ein höchst unheimliches Gefühl in mir erzeugt. Denn alle unsere Gedanken entstehen durch Gehirnströme. Das waren also die ersten vier Rollen. Sie hören jetzt von einem Tonbandausschnitt aus einem, ja, das ist so eine Art Tagebuch, ein gesprochenes Protokoll, das ursprünglich sicher nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. San Antonio, Texas, 12. Oktober. Nein, das ist der 13. Morgens gegen 2. Ich liege jetzt seit Stunden in meinem Zimmer, den Spion auf der Stirn, konzentriere mich auf diese Unbekannten und versuche sie herbeizuhexen. Wenn sie uns was zu sagen haben, sollen sie kommen. Gerd schläft nur noch in seinen Kleidern neben seiner Kamera. Immer schussbereit. Lange spielt er nicht mehr mit. Aber es kommt auf Sekunden an, wenn der entscheidende Augenblick da ist. Immer noch San Antonio, 13. Oktober, 16 Uhr. Eben waren sie hier, sind gerade wieder gegangen. Zwei Herren in Zivil. Vermutlich Abwehr oder ATIC oder was weiß ich. Sie hatten die üblichen amtlichen Ausweise, haben unsere Ausrüstung durchsucht, Tonbänder abgehört, Fotos durchwühlt. Dann zwei Stunden Gespräch über meine Arbeit. Keine Reaktion auf meine Andeutungen in Sachen UFOs. Aber großes Interesse für mein Visum Sowjetunion von 65. Morgen 8.40 Uhr Abflug nach Melbourne, Florida. Ich bin in Cape Kennedy angemeldet bei der NASA. Möchte wissen, was die zu meinen Recherchen sagen. Wieder ein Telex der Redaktion. Habe geantwortet, brauche Ruhe, sei bereits in gedanklichem Kontakt mit Besuchern aus dem Kosmos. Leider ist das Telegramm schon raus. Eben ist mir eingefallen, dass die in der Redaktion keinen Humor haben. 15. Oktober. Daytona Beach, Florida. $10 für Telefon. Keiner war zuständig bei der NASA.
Press Desk in Cap Kennedy wusste nichts von uns. 8-mal weiter verbunden. Irgendwas ist schiefgelaufen. Vorläufig kein Permit. Vielleicht Sabotage der Redaktion. Gerd telefoniert hinter meinem Rücken mit unserem New Yorker Büro und verbreitet dort Panik. Ich habe ihm gesagt, halt die Schnauze und filme, das ist dein Job oder verschwinde. Wenn sein Auge ärgert, der reiße es aus. Wieder in Melbourne, 16. Oktober nachmittags. Wir hocken hier herum in einem billigen Motel am Flughafen. Jeder auf seinem Zimmer. Keiner spricht mit dem anderen, was denn auch. Aber das ist alles unwichtig. Wenn die Dinge so liegen, wie es scheint, dann wird es die Reportage meines Lebens. Irgendwann muss man eben über Leichen gehen. Gerd ist abgereist. Kamera habe ich hier behalten und das ganze Material. Mr. Clayton schickt dann einen Ersatzmann. Er will die Reportage kaufen für seinen privaten Sender in Miami. Hängt natürlich noch vom Ergebnis ab. Bin aber optimistisch. Bin ganz sicher, werde es von Tag zu Tag mehr. Es wird etwas geschehen. Etwas geschieht und ich werde es zwingen. Ich warte und hoffe. Den Film, meine Damen und Herren, den Sie zuletzt gesehen haben, das waren Privataufnahmen, Schmalfilm, 8 mm, aufgenommen zum größten Teil wenigstens von Frau Roschinski. Ja, von mir und von meinem Mann. Ich verstehe, das war sicher sehr schmerzlich für Sie, diese Aufnahmen noch einmal zu sehen. Das sind seine letzten Bilder, sein Abflug nach New York. Ja, ich darf Sie etwas fragen, Frau Roschinski, ja? In all den Jahren, haben Sie bei Ihrem Mann jemals das bemerkt, was man ein gewisses Faible für fantastische Dinge bezeichnen könnte? Im Gegenteil. Hat er sich mit Science Fiction beschäftigt? Mit utopischen nicht. Geschichten, Romanen? Er las nicht viel. Und hat er sich, oder besser, hat er einen Hang zu mystischen... Ich sagte schon, im Gegenteil, er war Realist. Hatte er Depressionen? War er zufrieden? Nein, er war nicht zufrieden. Er liebte seinen Beruf, ja, aber er sagte auch mal, lass nur, das große Thema, das kommt noch. Ich danke Ihnen. Herr Haniek, Sie waren über ein Jahr mit Roschinski als Kameramann zusammen. Sie waren bis zum 16. Oktober immer mit dabei. Sie waren das Auge von Will Roschinski, über das er sich geärgert hat. Gab es oft Meinungsverschiedenheiten? Nein, nie, eigentlich nie. Nur, wenn einer offensichtlich so plötzlich durchdreht. Ich meine, unser Eins macht sich ja auch Gedanken. Ich bin ein ruhiger Mensch und mache alles mit, aber... Irgendwann ist eben aus, wenn man so gar keinen Sinn hintersieht. Sie hatten also nicht das Gefühl, dass Sie hinter einer großen Sensation her sind? Nö. Ja, diese merkwürdigen Begegnungen, Herr Haniek, diese unerklärlichen Aufnahmen. Das heißt unerklärlich? Für alle Dinge gibt es doch irgendwann eine ganz normale, vernünftige Erklärung für alles. Ja, und wenn das eine oder andere nicht... Sehen Sie mal, diese Lehrerin zum Beispiel, also für mich war das eine ausgesprochene, hysterische Person. Ja, und dieser Arzt, Dr. Goldstone, das war in Washington, ja? Ja, sehen Sie in meinen Augen... Ich meine, das muss ja nur nicht zu stimmen brauchen. Das war ein Scharlatan, Hypnose oder so. War ja auch keiner von uns dabei, als das passierte. Als sie da aussagte, wir waren draußen im Warteraum, 2 Stunden oder noch länger. Sie würden also sagen, so mit gesundem Menschenverstand, an all den Dingen, die ich bis zum 16. Oktober gesehen oder gehört habe, ja? Also da war nichts irgendwie Ungewöhnliches? Nee. Nichts Außerordentliches? Fixe Idee eben, mehr nicht. Ich danke Ihnen, Herr Haniek. Ja, meine Damen und Herren, es hängt eben immer davon ab, wie man an Phänomene dieser Art herangeht. Skeptisch oder gläubig. Der neue Kameramann von Roschinski, ein junger Amerikaner, Mike Callaghan, irischer Abstammung, 23 Jahre, war vor seiner Fernsehtätigkeit in Miami gewissermaßen als Underground-Filmer tätig. Offenbar gelang es Roschinski, seinen neuen Mann zu überzeugen. Er arbeitete ohne Geld für ihn. Roschinski besaß nichts außer den Kreditkarten, die auf unseren Namen liefen. Und wir dürfen es in diesem Zusammenhang auch nicht verschweigen. Nach dem Versuch Roschinskis, das Material, das er gewissermaßen in unserem Auftrag drehte, an diese Gesellschaft in Miami zu verkaufen, lösten wir seinen Vertrag mit unserem Hause fristlos zum 31. Oktober. Inzwischen war der 18. Oktober. Roschinski saß in Florida und wartete. Er wartete auf das Permit für Cap Kennedy, er fuhr vergeblich nach Houston, Texas und nach Huntsville, Alabama, um die Leute der NASA, die Weltraumbezwinger der USA, vor seine Kamera zu bekommen. Roschinski war inzwischen von der Liste der seriösen Reporter gestrichen worden. Er wurde überwacht, er hatte zu viel erklärt, zu viel gefragt, zu viel vermutet. Am 18. Oktober spricht er in sein Tonbandgerät. Ich habe offensichtlich gegen eine dieser kleingedruckten Spielregeln verstoßen auf der Rückseite meines Vertrages. Die Kündigung lautet zum 31.10. Na wenn schon. Solange die hier meine Kreditkarte akzeptieren, bleibe ich und suche weiter nach der Wahrheit. Entweder verehren wir sie wie Götter, tägliche Meditation mit dem Spion, aber ich fürchte, der übermittelt auch meine Hintergedanken. Oder wir bringen sie um.
Ich erwarte ein Zeichen dieser Götter. Wie ein Mönch, ein Büßender, ein Betender. Ein Zeichen, eine Botschaft. Aber auch diese Götter schweigen. Herr Professor Mitterer, Sie sind Schweizer, leben als Philosophieprofessor hier in den USA, sind Theologe, gehören dem Jesuitenorden an und waren bis vor kurzem Mitglied des Komitees für Long Range Studies, einer Organisation, die mögliche Perspektiven der Raumfahrt untersucht. Unter anderem die Möglichkeit eines unmittelbaren Kontaktes mit intelligentem Leben im Universum. Nehmen wir nun einmal den umgekehrten Fall, nicht wir entdecken, sondern wir werden entdeckt. Hochzivilisierte Wesen landen auf unserem Planeten. Was sind wir in deren Augen? Sklaven oder Vieh? Weder noch. Hyperzivilisationen haben weder Bedarf an Sklaven noch an Vieh noch an irgendwelchen anderen materiellen Dingen. Es gibt nur eine Ware von besonderem Interesse, die von Stern zu transportieren sich lohnt, Information. Aber so etwas kann ja durch Radiowellen geschehen, ohne die astronomischen Kosten und Schwierigkeiten der Raumfahrt. Deshalb glaube ich nicht an intelligente Besucher aus dem Kosmos. Unterschätzen Sie nicht die Neugierde der Extraterristen? Muss man Wahrheit unbedingt anfassen können? Ich meine, wenn sie geistig erfassbar ist. Außerdem, eine wahrhaft intelligente Gesellschaft hat keinen Bedarf und kein Interesse für Technik. Weisheit bedarf nicht der Wissenschaft. Abgesehen davon halte ich das persönliche Erscheinen fremder Intelligenz, ob weise oder nicht, hier bei uns für unmöglich. Und zwar aus rein physikalischen Gründen. Die räumlichen Entfernungen sind zu gewaltig, unüberbrückbar. Es gibt Wissenschaftler, die darin keine Schwierigkeiten mehr sehen. Die bemannte Raumfahrt mag evolutionär bedingt sein. Der Mensch muss in den Kosmos vorstoßen wollen. Das gehört nun einmal zu seiner Entwicklung. Mangels eines realen, erreichbaren Zieles ist ja aber letzten Endes absurd. Wert oder Unwert der Raumfahrt, Herr Professor, ist ein unerschöpfliches Thema. Aber mein Besuch hat einen konkreten Anlass. Am 9. September scheinen außerirdische Wesen auf unserem Planeten gelandet zu sein. In Kanada, ich habe den Platz selbst gesehen. Ich habe auch sonst gewisse Beweise. Ja, gewisse Beweise. Ich habe von Ihrer Theorie bereits gehört. Man hat mich vor Ihnen, und ja, also gewarnt wäre wohl zu viel gesagt. Darf ich Ihnen einen Rat geben, Herr... Rosinski. Ja. Mieten Sie sich einen Tresor, schließen Sie Ihre gewissen Beweise dort hinein und werfen Sie den Schlüssel ins Meer. Sie sind ja nicht gerade einer der Ersten, der mit einer Sensation dieser Art aufwartet. Es sind schon ganz andere auf irgendwelche Phänomene hereingefallen. Wovor haben Sie Angst? Droht uns Gefahr oder Vernichtung? Es wäre unwissenschaftlich, diesen fremden Wesen Aggression oder Heiterkeit zuzuschreiben, ihnen zerstörerische oder mörderische Absichten zu unterstellen. Nein. Allein die Begegnung mit einer soziologisch, psychisch, technisch völlig anders organisierten Gesellschaft, die uns in allen Dingen überlegen sein dürfte, hat die Auflösung unserer eigenen Gesellschaft, eine Veränderung aller Wertmaßstäbe und Strukturen zur Folge. Wäre das ein Nachteil? Oder fürchten Sie die Auflösung liebgewordener theologischer Vorstellungen? Fürchtet die Kirche, Fragen auf sich zukommen, Fragen, die so oder so gestellt werden müssen? Fragen über Sinn und Geltungsbereich des Erlösungswerkes? Je ein Karfreitag für jeden einzelnen von Millionen oder Milliarden belebter Planeten? Ja, ja, das haben Sie sich fein ausgerechnet. Sie überfallen einen wehrlosen Theologen und erbeuten bei ihm die Meinung der Kirche. Nein, nein, da haben Sie Pech bei mir. Schalten Sie doch diese Apparate ab und wir diskutieren. Glauben Sie allen Ernstes, ich schüttle Ihnen eine druckreife Antwort auf solche Fragen aus dem Ärmel? Schlagen Sie nach bei meinem Ordensbruder, Teilhard de Chardin. Wahre Intelligenz ist mit allen Räumen der Ewigkeit verbunden. Jardin erwartet sich eine gegenseitige Bereicherung der Zivilisationen. Er denkt positiver als ich. Aber einerseits hat er nicht die Hölle der Zweifel in einem futurologischen Komitee durchleben müssen. Andererseits wurde er nicht von Ihnen mit gewissen Beweisen provoziert. In diesem Zusammenhang ein Zitat. Sinn und Zweck der Raumfahrt liegt unter anderem darin, dass sie uns in die Lage versetzt, das Evangelium hinauszutragen in das Universum. Nun, im Augenblick sind wir weder in der Lage zu missionieren, noch missioniert zu werden. Wir sind nicht vorbereitet auf Kontakt mit fremder Intelligenz. Es gibt auch keine Verständigungsmöglichkeit.
Selbst die Wissenschaftler des Projektes OSMA, die hier im National Radio Astronomy Observatory in Green Bank in West Virginia seit Jahren den Kosmos unter anderem auch nach Signalen abtasten, die von intelligenten Lebewesen stammen könnten, selbst diese Leute werden den Besuchern vom anderen Stern hilflos gegenübertreten, wenn diese morgen hier an dieser Stelle landen sollten. Wir wissen nichts, gar nichts. Wir stehen am Anfang. Wir wissen nicht, wo wir nach Signalen suchen sollen. Wir wissen nicht, auf welcher Frequenz wir Signale empfangen können. Wir haben die nächsten Sterne auf der 21-Zentimeter-Welle untersucht. Wir wissen nicht, ob das, was wir empfangen haben, Signale intelligenter Lebewesen sind. Wir wissen nichts. Wir geben zu, unsere Methode ist absolut falsch. Denn bis wir jeden einzelnen Punkt des Universums auf allen Frequenzbereichen abgetastet haben, werden einige tausend Jahre vergehen. We have in turn transmitted all signals using the prime numbering code. Wir haben unsererseits Signale gesendet, und zwar nach einem Primzahlencode, von dem wir annehmen, dass er auch von Leuten entziffert werden kann, die eine andere Art zu denken, eine andere Logik, eine andere Mathematik besitzen. They may have an entirely different way of thinking. For instance, another logic. Die Signale gingen in Richtung Tau Ceti, Alpha und Epsilon Eridani, Epsilon Indi und Sigma Draconis. Unsere Botschaft wird in den ersten beiden Fällen 11 Jahre unterwegs sein. Wir können in frühestens 22 Jahren eine Antwort erwarten. So we cannot expect a reply in less than 22 years. About 4 weeks ago, we received a very distinctive slow signal. Vielleicht interessiert es Sie noch, welche Enttäuschungen wir bei unserer Suche manchmal einstecken müssen. Wir empfangen seit etwa 4 Wochen ein sehr ausgeprägtes, kräftiges Signal aus der direkten Nachbarschaft von Alpha Canis Majoris, und das ist Sirius, 8,7 Lichtjahre entfernt. Die Impulse kommen gerade wieder herein und werden routinemäßig aufgezeichnet. Sie liegen knapp unterhalb von 400 MHz und weisen eigenartige Modulationen auf. Ein Fernsehtechniker in einer kleinen Stadt hier in der Nähe, in Elkins, West Virginia, machte uns auf diese Frequenzen aufmerksam. Er hatte diese Impulse als Störsignal bemerkt. Aber leider, vor einigen Tagen mussten wir feststellen, dass ein Teil der Impulse, und zwar der besonders kräftige Anteil, auch dann noch hereinkommt, wenn wir die Antenne von Sirius wegdrehen. Folglich muss der Sender dieses Signalanteils hier auf der Erde sein. Vermutlich wieder ein geheimes Versuchsprogramm der Radarabwehr. Das ist nur eine Hypothese. Die schwächeren Signale kommen ausschließlich aus der Richtung Sirius. Ja, das ist sicher. Sirius. Er steht jetzt genau über der Antenne. Nehmen wir an, Signale von dort oben und Signale von hier unten. Frage und Antwort. Funkverkehr zwischen einer Raumschiffbesatzung und der Bodenstation auf einem Planeten im Bereich des Sirius. Auch nur eine Hypothese. Ich habe es in aller Bescheidenheit Herrn Dr. Huang vorgetragen, aber er meinte, Funkverkehr in unserem Sinne sei unmöglich, denn Frage und Antwort seien jeweils 8,7 Jahre unterwegs. In unserem Sinne. Das Schlüsselwort für alle Vorurteile. Radioteleskop Sugar Grove in West Virginia. Es gehört der US-Marine. Somit ist der Weg ins Innere, zumindest für uns, mit unüberwindlichen Schwierigkeiten verbunden. Eine telefonische Anfrage ergab, über die Signale von 400 MHz sei man hier informiert, messe ihnen aber keine wissenschaftliche Bedeutung bei. Ohio State University, die Signale aus Richtung Alpha Canis Majoris werden empfangen. Ansonsten kein Kommentar. Jodrell Bank bei Manchester. Das normale Forschungsprogramm wird wegen der 400 MHz-Signale nicht unterbrochen. Gubank Valley, Australien. Ja, die Impulse kommen klar an. Signale auf der gleichen Frequenz, die ihren Ursprung auf der Erde haben sollen, wurden in Australien bisher nicht registriert. Das größte Radioteleskop, das hier gebaut wurde, befindet sich hier in der Nähe von Arecibo in einem einsamen Tal auf Puerto Rico. Der Durchmesser der Antenne beträgt 1000 Fuß, 330 Meter. Das Teleskop dient in erster Linie zur Beobachtung der Ionosphäre. Mr. Dice, haben Sie in letzter Zeit spezielle Signale aus der Richtung Sirius empfangen? Unsere Antenne hier ist fest in einem Bergtal montiert. Sie kann nicht geschwenkt werden. Deshalb ist der Empfangswinkel stark begrenzt. Der Südhimmel liegt außerhalb unseres Bereiches. Deswegen können wir eventuelle Signale aus der Richtung Sirius nicht empfangen.
Mr. Frank Nichols verkauft Fernsehapparate und Autoreifen an die Einwohner der Kleinstadt Elkins hier in West Virginia. Vor 7 Jahren hat er eine empfindliche Strafe bekommen. Er hat einen selbstgebauten, privaten Fernsehsender in Betrieb genommen. Inzwischen lässt ihm das elterliche Geschäft kaum noch Zeit für solch kostspielige Hobbys. Aber immerhin, er war es, der das Radioteleskop von Green Banks auf die 400 MHz-Signale aufmerksam gemacht hat. Signal auf der 400 MHz-Frequenz. So hört es sich an, wenn man es mit einem fast gewöhnlichen Fernsehgerät empfängt. Voraussetzung ist ein enormer Verstärker und eine spezielle Antenne, die gedreht werden kann. Signal over. In West Virginia, 20. Oktober. Sicher kein Zufall. Sie haben es bemerkt. Sie haben meine Manipulation bemerkt. Sie haben reagiert. Der Kontakt ist hergestellt. Sinnlos zwar und mit negativem Erfolg, aber wenn Sie eine Botschaft haben, werden Sie auch Wege finden, sie an den Mann zu bringen. Oktober, wieder Daytona Beach, Florida. 8:20 Uhr früh. Der Strand ist noch leer, bleibt auch leer um diese Jahreszeit. Ich habe das bestimmte Gefühl, dass sie mich suchen. Wir fahren in wenigen Minuten ab, Cape Kennedy. Mike legt noch ein, er zieht prima mit, scheint fasziniert von dem, was uns bevorsteht. Wir werden sie dort erwarten, wo es Informationen für sie gibt. Die Informationen unseres Fortschritts. Sylvia McNeil on the RCA record label, and I bet she's making a lot of us fellas feel a lot better by making that statement. It's 8:10. Schwierigkeiten? Was sind Schwierigkeiten? Was kümmern mich jetzt noch Ignoranz und Verständnislosigkeit? Stunden oder Tage noch und wir stehen an einer absoluten Wende. Jahrhundertelange Bemühungen der Philosophie sind dann so gut wie in den Wind gedacht. Die Illusion einer Tröstung, einer geistigen Sicherheit, alles löst sich auf. Der alte Stolz der Menschheit erhält seinen empfindlichsten Schlag. Unser Alleinvertretungsanspruch gegenüber der Schöpfung. Auf die andere Seite rüber. Excuse me. We are from German television. If it... My, mommy mia. If it's possible, we can make a few shots in the area. No, sir, yeah. you have to be properly badged in order to do so. Uh-huh. If you would pull over here, please, I would call my security office and find out if okay. You are authorized. Okay, okay, I can make a call? Yes, okay. Yes. I'll make the call. You'll make a call, okay. Pull right over here, okay. Was made to the grapes and citrus of Oregon.
33 Cubans who escaped from their country have arrived at Miami Beach, Florida, in a U.S. Coast Guard cutter. The men were found on a small island off the North Cuban coast when they'd been hiding for 18 days. Okay. They've been living off marine life and only 8 pints of fresh water, and were on the point of starvation. Big noise from the prince. Part 2. Newscasters may come and newcasters may go. Never 23. Oktober, morgens 5:30. Immer noch in Melbourne. Immer noch in diesem Motel, diesem miesen Schuppen. Polizei war schon wieder hier. Die kamen gegen 4:30. 5:30 Uhr früh, diese Idioten. Blöde Fragerei über unsere Arbeit, über meine Auftraggeber. 3 Tonbänder sind jetzt weg. Die lagen so einladend herum. Keine Ahnung, was drauf ist. Mike hat das andere Material inzwischen spazieren gefahren. Seit er weiß, dass unsere Arbeit unerwünscht ist, macht sie ihm noch mehr Spaß. Oktober, nachts. Wir hocken am Straßenrand 10 Meilen hinter Cadiz. Kein Sprit mehr, kein Bargeld. Aber ich hoffe wenigstens, man lässt uns hier in Ruhe. Heute Morgen nach der Polizeivisit Abflug nach Phoenix, Arizona. Dann mit einem Wagen Richtung Kalifornien. Mike hat Freunde in Los Angeles. Habe den Unbekannten in der Wüste ihre eigenen Signale vorgespielt. Der einzige Erfolg, Polizeikontrolle. Arbeitserlaubnis läuft ab am 31.10. Wir übernachten jetzt hier im Freien. Das Motel in Cadiz, die mochten meine Kreditkarten nicht. Dummerweise hatten die die einzige Tankstelle in der Gegend. Oktober. Den Flugschein nach Frankfurt habe ich in der Tasche. Mit Miami telefoniert. Das Fernsehen dort hat endgültig kein Interesse. Hätte mich auch gewundert. Die exponierten Rollen sind in Sicherheit. Das Rohmaterial habe ich Mike vermacht. Der hat damit Rückfälle in seine Underground-Zeit. Into my parlor, sang the sparrow bird. There's that policeman. I bust your head, see? I grind your feet like them worms. You know, mind my business like that, you big loafers, you. Fluies and buoys blast on you.
I squeeze your nose. I tear all your eyes off of your face. Boys, take that, you rat, you. This is my house, see? No policeman can stir in my parlor. I break your noodle. Hey, very good, very good. Ja, 30. Oktober, früher Morgen. Mir gefällt es hier, Los Angeles. Werde hier bleiben, solange die meine Kreditkarten akzeptieren. Werde auch den christlichen Rat befolgen und die gewissen Beweise im Meer versenken. Was heißt hier Reportage meines Lebens? Was heißt überhaupt Karriere? Da jagt man hinter Phantomen her. Die bleiben unerreichbar, interessieren keinen. Wo steht denn geschrieben, dass ausgerechnet Will Roschinski auserwählt sein soll? Phantome? Sollen die doch selbst sehen, wie sie ihre Botschaft unters Volk bringen. Sollen sich umsehen nach einem Messias, der den Barbaren hier die schlechten Nachrichten verkauft. Guten Morgen. In etwa 10 Minuten, meine Damen und Herren, werden wir in Lima landen, der Hauptstadt von Peru. Es kam alles ein wenig überraschend. Hier neben mir sitzt Axel Lundqvist, schwedischer Amateurarchäologe und begeisterter Sportflieger. Sein besonderes Interesse gilt aber der Inka- und Vor-Inka-Kultur von Peru. Wir trafen uns gestern in Los Angeles. Es war mir ein Zufall, wir kamen ins Gespräch. Und jetzt, Herr Lundqvist, sind wir unterwegs. Nach Nazca. Nach Nazca. Das Tal von Nazca, eine Ebene in den Küstenkordilleren, ist uraltes Kulturland. Das Besondere, das Geheimnis von Nazca, das sind nicht die Funde. Diese vielfarbene, sehr seltene Art von Grabkeramik mit reicher Ornamente, abstrakte Muster mit bis zu 8 verschiedenen Farben auf sehr dünnwandigem Material. Das Geheimnis sind die Straßen. Irrtümlich Inka-Straßen genannt, aber sehr viel älter. Keine richtige Straßen. Parallel und mehr Geometrie. Sehr gigantisch. Bis zu 8 Kilometer lang laufen durch die ganze Ebene. Man hat sie nur vom Flugzeug gesehen und erkannt. Unten, auf dem Boden, wenn man steht, da erkennt man fast gar nichts. Es sieht aus wie ein gigantischer Flugplatz mit Landepisten. Wann entstand diese Anlage? Oh, bitte, also nein, das wissen wir nicht. Vielleicht vor 2000, vielleicht vor 10.000 Jahren, man weiß nicht. Man weiß auch nicht, wie es hergestellt wurde, diese Geometrie, absolut exakt und gerade. Und nach normaler Theorie ist es absolut unmöglich, dass so etwas überhaupt existiert. Herr Lundqvist, Sie haben mir gestern Abend etwas erzählt, eine Sage, eine Legende aus frühester Zeit. Eine Mythologie, ja, aus prä-inkaischer Epoche, aus der Gegend von Nazca und Cusco und Tiahuanaco. Die Sterne sind bewohnt von den Göttern und diese sind einstmals herabgekommen aus dem Bild des Hundes mit feurigen, glänzenden Schiffen aus Licht. Wir sind nicht hierher geflogen, um die sogenannten Inka-Straßen in der Ebene von Nazca zu bestaunen, sondern um dieses Rätsel zu lösen. Professor Juan Estrello, Archäologe an der San Marcos-Universität von Lima, hat Axel Lundqvist ein Telegramm geschickt. Professor Estrella ist gewissermaßen Mentor und Freund von Lundqvist. Die beiden haben sich vor einigen Jahren bei Ausgrabungen um Sapantiana und Tampumachay, Ruinenstädte in der Umgebung von Cusco, kennengelernt. Der Text des Telegrammes lautet: Los dioses de Nazca bajarán nuevamente, aguardamos en breve posiblemente en Lima. Die Götter von Nazca sind wieder gelandet. Erwarte dich dringend in Lima. Wir befinden uns auf dem Weg von Lima nach Nazca. Ohne Professor Estrella, er war in Lima nicht aufzufinden. Wir hoffen, ihn in Nazca zu treffen. Unser Flug dauert etwa 1,5 Stunden, 400 Kilometer, immer entlang den Küstenkordilleren. Wir überfliegen jetzt das Ingenio-Tal, vor uns die Ebene von Nazca. Aus dieser Höhe sind die geometrischen Linien bereits gut zu erkennen. Die Vermutungen der Archäologen sind vielfältig. Der Hinweis auf astronomische Beobachtungen anhand dieser Linien befriedigt aber ebenso wenig wie die Theorie von Mason, der von einer Religion der Trigonometrie spricht, die es sonst aber nirgendwo gegeben hat. Nur die Außenseiter sind sich einig. Bowles, Bergier, Robert Charroux, Estrella, die Söhne des Himmels,
die Götter, Astronauten einer fremden Zivilisation, herabgestiegen auf diesen Planeten vor 10, 20 oder 30.000 Jahren, eingegangen in fast alle Legenden der Völker. War dies hier einer der Stützpunkte? Oder wurde dieser Landeplatz angelegt von einem Volk, das die Rückkehr der Götter erwartete? Wir werden jetzt höher fliegen, um einen besseren Überblick... Halt, Lundquist! Was ist das? Da unten? Mike, swing out your camera! Hier unten, sehen Sie? Nein, Lundquist, nicht tiefer! Nicht runtergehen! Nicht tiefer! No, no, go back! Go back! Wir sind in Nazca gelandet. Ich weiß nicht, ob Sie alles erkennen konnten. Ich hatte so etwas erwartet. Ich wusste, dass ich diese mysteriösen Flugkörper, diese Raumschiffe irgendwann zu Gesicht bekommen würde. Ich habe sie gesehen, zwei weitere Zeugen haben sie gesehen. Ich hoffe, die Aufnahmen sind in Ordnung und Sie konnten diese glänzenden, diskusähnlichen Gebilde erkennen. Es erschien uns zu riskant, tiefer herunterzugehen. Ich denke dabei an die beiden Phantomjäger. Aber wenn es Lundquist gelingt, es Dreier zu finden und ein entsprechendes Fahrzeug aufzutreiben, können wir in etwa einer Stunde den Landeplatz erreichen. Von den geometrischen Linien ist hier unten wenig zu erkennen. Was von oben wie ein Brett wirkte, entpuppt sich als Hügellandschaft. Übrigens, Professor Estrella bleibt unauffindbar. Die Orientierung ist schwierig. Wir nehmen an, dass wir uns hier befinden. Der Landeplatz liegt am Schnittpunkt dieser Linien, also hinter diesen Bergen. Let's run, switch it on. Der Weg war etwas länger, knapp 3 Stunden. Wir sind über diese Randberge dort auf dieses Hochplateau gekommen. Jetzt liegt der Landeplatz vermutlich vor uns, etwa 50 Meter höher. Nichts ist zu sehen, nichts zu hören. Vielleicht finden wir auch diesmal nur verbrannte Flecke. Es ist zwar ein Risiko, weiter vorzudringen. Hey, Mike! Mike, stop! Mike! Lundquist! Be careful! Be careful!
Einige Tage später, am 6.11., erreicht Roginski Lima. Er ist in sehr schlechter Verfassung. Wir haben hier eine Zeitung aus Lima, Expresso vom 7.11. Die Bildunterschrift lautet: Vermisster Fernsehreporter von Bergexpedition zurück. Der Text: Der Berichterstatter des deutschen Fernsehens, der nach dem Unglücksfall vom 2.11. verschwunden war, ist gestern in Lima eingetroffen. Der Sportfliegerverband Aeroclub de Colique hatte bereits eine Suchaktion eingeleitet. Wie gemeldet, fanden am 2. November in der Nähe von Nazca die beiden Mitarbeiter des Reporters vermutlich durch einen Kugelblitz den Tod. Roginski hat versucht, die Tage zwischen dem Unglücksfall und seinem Eintreffen in Lima zu rekonstruieren. Hören Sie jetzt das Protokoll seiner Erlebnisse. Wir bringen Ihnen dazu einige Fotografien. Die ersten stammen aus dem Filmmaterial und die späteren von Roginski selbst. 8. November. Es ist kurz nach 23 Uhr. Seit zwei Tagen bin ich hier in Lima, Hotel Cortes, Calle Trinita 67. Mein Zimmer liegt im zweiten Stock, das hat die Nummer 216. Ich habe heute Morgen unter merkwürdigen Umständen Professor Estrella getroffen. Ich fliege morgen zurück nach Los Angeles. Ich werde das Material vernichten. Es liegt im Flughafen, Schließfach B437, gegenüber der Information zu den Ereignissen des 2. November. Ich glaube nicht, dass es Zufall war. Ich meine, dass die anderen vorausgingen und dass ich zurückblieb. Ich habe eine Katastrophe erwartet, nicht bewusst natürlich, aber ich habe sie geahnt. Insofern trifft mich Schuld. Ich erreichte den Ort Nazca und es war inzwischen Nacht. Um das Flugzeug standen einige Indios, Kinder, auch zwei Polizisten. Ich sah sie kurz im Scheinwerferlicht und fuhr weiter. In irgendeinem Dorf erkundigte ich mich nach einem Arzt. Ich spreche nicht Spanisch, nur einige Worte. Medico. Ich fragte die Leute auf der Straße. Medico, Medico. Ich fuhr langsam an diesen Häusern entlang, an diesen Lehmhütten mit Schilfdach. Die Indios kamen heraus. Medico, Medico. Sie verstanden nicht recht. Medico. Einer schien zu begreifen. Er war mit einem Esel gekommen. Er ließ ihn stehen, stieg zu mir in den Jeep. Siempre derecho. Geradeaus. Es ging eine Stunde bergauf, dann weiter zu Fuß. Medico. Sie. Er sagte, wir hätten es eilig. Rapido, rapido. Ein steiler Pfad zwischen Felsen, kein Licht. Nach einer halben Stunde glaubt man zu ersticken. Wir waren über 3000 Meter hoch. Rapido. In den Fenstern der Hütten brennen Öllampen. Neugierige stehen vor einer Türe. Medico, medico. Man schiebt mich hinein. Totenstille. Auf dem Boden, auf einer Matte, liegt ein Mensch. Enfermo. Er ist krank. Man bringt Lampen. Von überall her Lampen, Talglichter, Kerzen. Und ich erkenne das Gesicht. Der Mann ist weiß. Weiß und farblos und seine Haut ist fast durchsichtig. Er ist kahl, hat weder Wimpern noch Brauen. Ein fremder Blick aus tausendjährigen Augen. Ich kenne das Gesicht. Er atmet schwer. Schweiß läuft über die Stirn, in die Augen, in den geöffneten Mund. Er atmet und schweigt. Ich fotografiere. Die Indios starren mich an und ich fotografiere. Medico, Sie haben nach einem Arzt geschickt. Der Arzt kommt, tut nichts, er fotografiert. Medico, damit habe ich den da getötet. Ein Fieber vielleicht, die fremden Bakterien einer fremden Welt. Jeder Atemzug von uns ist ein Pesthauch für ihn. Ich halte ihm das Mikrofon hin, schalte ein. Er atmet hastig und schweigt. Ich rede auf ihn ein. Es war ziemlich lächerlich, auf Englisch, auf Französisch. Das Tonband war auch längst abgelaufen, in Nazca schon. Lichtjahre weit, Jahrzehnte. Der macht einen Weg durchs Universum und nun hat er uns nichts zu sagen. Schließt die Augen, liegt auf dem Lehmboden einer Indio-Hütte und stirbt. Auf die Idee bin ich nicht gekommen, ihn herunterzuschleppen zum Jeep und nach Nazca zu bringen, zu seinen Leuten, zu diesen Schiffen aus Licht. Entweder verehren wir sie wie Götter oder wir bringen sie um. Die Sonne geht auf und ich sage den Indios, der Mann ist tot. Muerto. Muerto. Als ob sie es nicht selbst wüssten. Ich prelle die Wissenschaft um einen interessanten Kadaver. Ich weiß nicht, wie das Dorf heißt und habe auch vergessen, wo es liegt. Er starb armselig wie jede Kreatur. Kein kosmischer Übermensch, kein Gigant. In der verkrampften linken Hand hielt er einen Ring, breit und glatt, weiß, vielleicht Silber, ich weiß es nicht. Talisman. Hoffnung und Wünsche, eine glückliche Rückkehr von einem barbarischen Planeten. Die V
Fahrt zurück nach Lima dauert den restlichen Tag und die Nacht. 480 Kilometer, die Straße hoch über dem Meer. Ich komme an und es ist der 6. November. Für 500 Sol, das sind etwa 46 Mark, steckt mir ein Angestellter der Universität San Marcos die Adresse von Professor Estrella zu. Es folgen lange Verhandlungen, Besuchserlaubnis schließlich für eine Person, ohne Kamera, ohne Tongerät. Der Fotograf des peruanischen Fernsehens, der das Interview filmen soll, bleibt also draußen. Das Material wird nicht zu verwenden sein, aber das ist bereits gleichgültig. El Salvador ist eine geschlossene Anstalt. Estrella wurde am 15. September dort eingeliefert, auf Betreiben der Fakultät, wie er sagt. El Salvador liegt 600 Meter über dem Meer, am Fuße der Berge. Eine klare, trockene Luft. Ein weiter Blick über die Stadt bis hinunter zum Meer. Aber die Mauern sind zu hoch. Herr Professor Estrella, wir haben Sie gesucht, Lundquist und ich. Sie haben nichts mitgebracht? Keine Zeitung? Keine Zigarren? Ich bin kaum zu Sie fremd. Aber das Telegramm, Professor Estrella. Die Götter von Nazca. Keine Zigarren? Oh. Sie waren hier, sagt Estrella. Sie waren hier und sind fort. Sie haben sich getäuscht, sagt er. Getäuscht in uns. Technischer Fortschritt ohne moralische Qualifikation, sagt Estrella. Rosinski, ein Freund von Lundquist. Nein, nur noch kein Freund. Ich würde Sie kennen. Lundquist ist tot. Ich habe ihn gefunden. Nazca. Man hat mir gesagt, dass Sie dieses Haus seit 2 Monaten nicht verlassen haben, Herr Professor. Es war vor dieser Zeit. Alles vor dieser Zeit. Danke. Abgeschiedenheit und Ruhe, innere Einkehr, Möglichkeiten für Exerzitien, Buße, Meditation. Jeden Freitag zur Kommunion, das gilt für alle. Und allgegenwärtig die Diener einer Kirche. Keine Bücher, kein Radio, keine Zeitungen. Seit dem 15. September heute der erste Besuch. Keinerlei Informationen für Estrella hier in El Salvador. Woher dann die Erkenntnisse? Woher das Wissen um die Vorgänge draußen? Wann haben Sie diese Götter gesehen? Ja. Gesehen und gesprochen. Wo? In Nazca? In Nazca? Hier. Überall. Das Zeitalter des Feuers, sagt Estrella. Wir leben noch im Zeitalter des Feuers. Unsere gesamte Technik dreht sich noch, wie er sagt, um fossile Energie. Kohle, Erdöl, Gas. Selbst unsere Astronauten reiten auf einem antiken Feuerstrahl zum Mond. Feuerwerk. Aber neue, unerschöpfliche Energien stehen bereit, uns mit ungeahnten Geschwindigkeiten durch das All zu tragen. Und Tausende von Jahren vergehen wie ein Tag. Und manches Mal kommt er herunter. Von den Bergen herunter. Der Wind betäubt uns. Und es ist der Duft von Millionen Blüten. Aggression, Zerstörung, Gewalt. Das ist unsere Moral, sagt Estrella. Und wir tragen sie hinaus in den Kosmos, den wir erobern wollen. Wer ist gefährlicher, fragt Estrella. Der Cholera-Bacillus für uns oder wir, die Menschen dieser Erde, für den zivilisierten Kosmos? Was heißt Recht auf Leben, fragt Estrella. Auch der Cholera-Bacillus hat ein Recht auf Leben. Wir haben ihn ausgerottet. Trotzdem, waren wir im Recht? Das höhere Prinzip entscheidet, sagt Estrella, immer und überall. Und wir sollten uns vorsehen bei unserem Vorstoß ins All unter dem Zeichen der Macht. Sehen Sie, mein Freund, das ist Moral. Wenn die Götter töten, offern sie stets einen der ihren.
Du, mein Freund, hast ihn begraben. Bleib du zum Essen? Ein Gerücht hat dich blind gemacht, sagt Estrella. Ein visionäres Gerücht. Zeichen am Himmel. Aber es ist nichts. Es kommt nichts. Nichts, was uns aus der Bedrängnis führen könnte. Du erwartest das Heil, die Botschaft der Wissenden, aber es gibt keine Botschaft, kein Heil, keine Erlösung. Ich habe nichts gesehen, nichts erkannt, nichts begriffen, nichts verstanden. Es gibt nur die eine Wahrheit, nur die, die es geben darf. Stop! Passato! Inwieweit, meine Damen und Herren, diese Erkenntnis des Herrn Roginski zu verallgemeinern ist, es steht mir nicht zu, dieses hier und jetzt zu entscheiden. Es sind subjektive Erfahrungen und Empfindungen eines Menschen, der offenbar an seiner Aufgabe gescheitert ist. Denn alles, was Sie gesehen haben, meine Damen und Herren, lässt sich vielleicht auch anders deuten. Skeptiker, also da bin ich überzeugt, finden auf alle offen gebliebenen Fragen ohne weiteres das, was Sie selbst vernünftige und reale Erklärung nennen. Nichts ist also bewiesen. Als letztes nur noch eine Meldung zur Abrundung, nicht als Pointe. Das Frühwarnsystem der Vereinigten Staaten ortete in der Nacht vom 11. zum 12. November gegen 23.35 Uhr Eastern Time drei unbekannte Flugobjekte, die mit großer Geschwindigkeit den Golf von Mexiko überquerten und über dem nordamerikanischen Kontinent eine extreme Höhe erreichten. Der Radarkontakt brach gegen 23.47 Uhr ab. Die US Air Force registrierte die Objekte als nicht identifizierbar unter der Nummer 1679. Guten Abend.